Philipp, nochmal Glück auf und willkommen im Schacht, wie man bei uns hat. Glück auf. Ja, ich freue mich hier zu sein. Die ersten Einheiten haben wir hier absolviert in Polen. Wie ist es so? Ja, Bedingungen sind top. Unterkunft super, Klimaanlage läuft, Plätze sind gut. Ja, und das Wetter stimmt auch. Wie wurdest du von der Mannschaft aufgenommen? Also da habe ich relativ wenig Probleme im Allgemeinen. Hat sich auch erst so in den letzten Jahren ergeben, da wenig Berührungsängste bekommen. Aber sehr, sehr gut. Ja, also bin auch schon fleißig am Namen lernen. Das geht glücklicherweise relativ zügig. Aber wirklich, das ist sehr, sehr gut gelaufen bisher. Dann kommst du aus Bielefeld. Ihr seid diese Saison aufgestiegen in die erste Liga. Ich finde, verdient aufgestiegen. Warum der Wechsel? Ja, also du schaust ja auch nach Perspektive. Also mein Vertrag war vorbei und es stand dann auch relativ zeitig schon fest, dass auch ich mich umorientieren möchte. Dann hatte ich nochmal ein nicht so gutes halbes Jahr, was von verschiedensten Dingen geprägt war, die leider auch zum Fußball dazugehören. Aber grundsätzlich war ich, und das ist ja wichtig, man soll ja nicht so viel zurückschauen, sondern war ich direkt für die Idee, ins Erzgebirge zu Aue zu kommen, gleich Feuer und Flamme, und das ging auch dementsprechend dann wirklich sehr, sehr schnell. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, das ist alles über meinen Berater, meine Berateragentur Neblung Sports Network, Jörg Neblung. Die haben schon ein bisschen länger Kontakt gehabt, glaube ich, mit dem Daniel Haas. Dass es dann aber so schnell ging, war nicht zu erahnen. Ich habe gelesen bei dir bei Instagram, sogar Dirk Orlingshausen hat dir gratuliert zu dem Wechsel. Ja, also wir teilen den gleichen Spitznamen. Das liegt an unserer gemeinsamen Erfurter Vergangenheit und ja, ist immer wieder sehr amüsant, wenn ein Glückwunsch Orle und Danke Orle zurückkommt. Das, ja, also wir haben nach wie vor immer noch ein bisschen Kontakt. Genau, du bist ja gebürtiger Erfurter sogar. Nee, nicht gebürtiger Erfurter, du hast die Jugendabteilung in Erfurt durchlaufen. Genau. Du hattest vorhin gesagt, ihr habt so einen bestimmten Namen hier, Erfurter. Also wenn du in Erfurt geboren bist, bist du eine Erfurter Puffbohne. Das ist, mein Kleiner ist eine Erfurter Puffbohne, ich bin keine. Ich sag mal, ich fühle mich wie eine, aber der Erfurter, das ist nicht offiziell. Also ich bin keine offizielle Puffbohne. Du hast angesprochen, du hast Familie, liegt die noch in Bielefeld und wie sieht es da aus? Wollt ihr ins Erzgebirge ziehen? Also wir ziehen definitiv relativ nah nach Aue, dass die Wege auch kurz bleiben. Ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung mit zwei Kindern und einem Golden Retriever, weil der Umzug muss jetzt von meiner Frau allein gehandelt werden und wir müssen Kitas finden, wir müssen auch so ziehen, dass der Hund relativ viel Auslauf bekommen kann und wollen ja auch ganz passabel leben. Deswegen sind wir da noch ein bisschen auf der Suche. Meine Frau kümmert sich perfekt, ich bin sehr, sehr stolz, das macht sie großartig und unsere Eltern helfen uns damit. Das sollte alles problemlos klappen. Was nimmst du dir mit Aue vor? Ja, also es geht wie in jeder Saison, das Maximale rauszuholen, wo wir am Ende landen werden. Das liegt in unserer Hand und hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, am Anfang viele Punkte gleich zu sammeln und dann kann man schauen, was am Ende rauskommt. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.